Willkommen zurück bei Portal 2. Würde ich mal sagen. Ja, und recht los. Wurden die Gele nicht abgespeichert oder sowas? Achso, doch, doch. Ja. Wurden die Gele nicht abgespeichert oder sowas? Doch, ja. Warum ist das gepackt? Leicht. Aber nur leicht. Was auch immer. Soll dahin. Hier ist es niedriger oder was? Niedriger. Gut, jetzt muss ich irgendwie noch zum Hof kommen. Nein. Hallo, nein. Ich will einfach nur durch. So, ne, genau. Man holt doch ein Fluss, das ist ja. Oh, voll zu gut. Oh, gut, klappt. Na, Mann, willkommen. Das ist kein Gehe. Oder doch? Ich weiß es nicht. Hat hier gewandt, voll zu zweit. Oh, cool, Treppen. Ich mag Treppen. Treppen sind besser. Residents hurt you. You? Conworkers? The company? Science? Ooh. Was ist das? Warum? Schon wieder kein Deal. Oder doch? Wir können das CPG schnappen, oder? Ja. Blaue Portal ist das okay. Wir haben noch hier ein bisschen was. Ja. Ist dort. Ja. Ja. Nope. Gut. Was auch immer. Eine Idee. Nein. Meine Idee funktioniert. Wunderbar. Sag, hast du das? Ja. Ich glaube eine Wand. Noch eine Wand. Noch viel mehr Wand. Am Speichern. Hörst du das? Nein. Es bedeutet, du verbrüderst zwischen den Tests sehr viel Zeit in den Flur. Im Labor sagen sie, das könnte eine Angstreaktion sein. Nein. Ich bin kein Psychiater, aber es muss sich um Projektion handeln. Diese Fachidioten machen sich schon ins Höschen, wenn ein paar Funken fliegen, die in Löchern ihre roter BHs brennen könnten. Die waren niemals Astronaut, Kampfsoldat oder Goldschürfer. Das waren nur wir. Du und ich allein gegen die Welt. Dein Schneid imponiert mir. Nur dein Eifer könnte größer sein. Na los, packen wir's an. Okay. Was ist das für ein komisches Gehe? Das bringt irgendwie nichts. Ich freue mich ein Stückchen davon. Sieht irgendwie komisch aus. Ich finde das cool auf jeden Fall. Nein. Vielleicht dahin. Das bringt mir auch nichts. Da. Oh. Das ist cool. Was denn? Komm zurück. Zurück, du verdammter Würfel. Oh, spielt mit mir. Hab ihn. Nein, das war's wieder. Boing, boing.
Okay, das ist jetzt irgendwie nicht mehr so praktisch. Ah, geniale Idee habe ich jetzt. Los! Ja. Brauche niemals ein Bild. Tja! Ausgetrickst. Genial. Bei der Forschung geht es nicht um das Warum, sondern um das Warum nicht. Warum ist unsere Forschung so gefährlich? Ja, warum nicht? Sonst macht es ja keinen Spaß. Sonst hätten wir eine Spezialtür erfunden, die den Hasenfüßen nicht auf die Hacken haut, wenn wir sie achtkantig rausschmeißen. Nein, Testsubjekt, du bist nicht gemeint. Ja, du, Sachen packen, durch die Tür, rein ins Auto, gute Fahrt. Okay, Cave Jones ist wirklich hart. Das ist trotzdem cool. Also Cave Jones ist verdammt lustig. Aber das ist momentan nur Aufnahme. Ich weiß nicht, ob er immer noch lebt. Vielleicht finden wir es heraus. Wir sollten ja angeblich ein Familientreffen haben. Wir werden schon sehen. Aber das ist richtig lustig, was hier momentan ist. Glückwunsch. Allein, dass du hier stehst und mir zuhörst, beweist, dass du ein unschätzbarer Gewinn für die Wissenschaft bist. Als Gründer und Leiter von Aperture Science bedanke ich mich für euer Engagement und hoffe, dass ihr uns auch bei den nächsten Experimenten die Treue haltet. Wir lassen das Zeug erst auf die Menschheit los, wenn das ganz ausgereift ist. Halte dich also in Topform, dann steht eine unserer Limousinen immer für dich bereit. Sag tschüss, Carolyn. Leb wohl, Carolyn. Sie ist ein Schatz. Sag tschüss, Carolyn. Leb wohl, Carolyn. Irgendwie ist es verriegelt. Hier ist ein mysteriöser... Was weiß ich. Gehen wir einfach mal weiter. Oh, eine Tür. Türen sind toll. Ah, ein anderes Gel. Werden wir jetzt wahrscheinlich treffen. Ja, Pumpstation Beta. Ist hier irgendein Hebel oder was? Nö. Ah. Hier muss sich immer nach diesen hellen Wänden umschauen. Nö. Wie die Leute mit diesen riesigen Viechern durch die Gegend machen mussten. Wie lustig. Nein. Doch. Na, was? Hä? Wollt ihr mich verarschen? Was soll ich denn hier? Ist das irgendwie ein Portal? Nein. Ich dachte, hier jemand mit. Na gut, wir müssen jetzt irgendwie den Weg da hoch. Aber wie? Für solche Sachen fehlt uns die nötige Kraft. Wir werden nicht so hoch fliegen. Sag ich doch. Mal kurz wieder zurück. Ich trinke mir gleich irgendwas. Hey! Verdammt! So, wie kommen wir jetzt dahin? Nein. Irgendwie muss es auch weitergehen. Es muss weitergehen, ich weiß es. Schauen wir es go on. Warte, dann krieg ich. Nee, ihr wartet gar nicht. Hier liegt es einfach nur, dass es geschnitten wird, oder? Womöglich? Was?
Wie das gemacht? Egal, ich hab's irgendwie gemacht. Ich bin stolz drauf. Nope. Zum Beta wird jetzt alles zu einfach transportiert oder was? Anscheinend gibt es irgendwie 6 sonst Kürbisse, Kugeln. Gehen wir einfach in diesen stylischen Ausgang. Ich will hier zurück! Oh Mann! Okay. Sei gegrüßt, mein Freund. Ja. Ich bin Cave Johnson, Leiter von Aperture Science. Weiß. Du kennst uns vielleicht aus dem 68er Senatsausschuss zu den vermissten Astronauten und hast wahrscheinlich auch schon Produkte benutzt, die von uns erfunden und dann von anderen gestohlen wurden. Black Mesa kann mir echt mal ganz genüsslich. Black Mesa! Sir, die Tests? Du fragst dich jetzt vielleicht, Cave, was kommt bei diesen Tests auf mich zu? Der Vertrag war immerhin so dick wie ein Telefonbuch. Droht mir Gefahr? Lass mich mit einer Gegenfrage antworten. Wer will $60 haben? In bar. Ihr könnt euch auch gerne erst 20 Minuten im Wartezimmer entspannen. Das verdammt nochmal gemütlicher ist, als die Parkbänke, auf denen wir euch eingesammelt haben. Also, willkommen bei Aperture. Ihr seid hier, weil wir die Besten wollen. Genau das seid ihr. Ich kann einfach nicht ernst dabei bleiben. Beschmiert auf jeden Fall nicht das Glas da unten. Überhaupt fasst ihr am besten gar nichts an, wenn es nicht zum Test dazugehört. Okay. Hier sehen jetzt alle so voll so 80er Jahre mäßig aus. Wir könnten ein Ticket ziehen, aber nein. Anscheinend bekommen wir $60 und davon können wir uns anscheinend eine Yacht kaufen. Irgendwie haben wir momentan so günstig irgendwie. Und anscheinend ist Cave Johnson älter geworden. Dieser Teil von Aperture Science ist wahrscheinlich ein bisschen älter. Remember. FBI. Lustige Sachen, die wir melden müssen. Naja, eigentlich für Aperture Science ist es ja nicht lustig. Wir dürfen bloß das Glas hier beschmieren. Ja, das ist ganz schön viel Glas. Nicht lang. Wir müssen da irgendwie hochkommen oder sowas. Ich persönlich habe da nichts gesehen, dass wie eine Treppe aussah. Na gut, dann schauen wir nochmal. Das ist der Waiting Area. Nein. Keine Leiter. Ach so, auf solche unkonventionellen Weisen müssen wir sogar sein. Na gut, bin ich mit einverstanden. Hauptsache da unten ist was, wo was mich portalisiert. Ist da was? Ich weiß es nicht. Schau mal. Nein. Komisch. Und dann schauen wir mal. Oh. Nein. Okay. Oh, da sind wir jetzt oben. Stuhl. Lampe. Ja. Alles recht stilvoll gehalten. Und zwar so, wie es früher modern war. Nein, jetzt nicht mehr. Wenn du gegen Erdnüsse allergisch bist, sag es jetzt. Denn beim nächsten Test verwandelt sich dein Blut eventuell vorübergehend in Erdnussbutter. Wenn das klappt, muss für uns ein neuer Nobelpreis erfunden werden. Also, tapfer durchhalten im Namen der Wissenschaft. Der Mensch besteht zu etwa 60% aus Wasser. Das finden wir übertrieben. Wenn du dich im nächsten Test dehydriert fühlst, ist das ganz normal. Wir testen mit Triebwerken und schauen, ob wir den Wasseranteil auf 20-30% drücken können. Okay. Beim nächsten Test geht es um Teleportation, die aber nicht für alle Hauttypen geeignet ist.
Merk dir also gut, welche Haut dir gehört. Und wenn sie nicht mit dir teleportiert wird, dann tun wir unser Bestes, sie wieder an dir festzunehmen. Haut an mich rannehmen, okay. Und ich habe einen Erfolg bekommen, weil ich jetzt alle solche diese Türen ausgecheckt habe. Borealis. Ein paar Erfolge. Knapp dran. Ja, was gibt's denn sonst noch so? Monster. Okay. Heute müsste das Proposal gehen kommen und davor das mit der Kartoffel. Ja, hier war mal ein kleines Borealis. Glaube ich. Könnte gut sein. Was auch immer mit der los war. Also ich nicht wisst, die Borealis kommt in Half-Life 2 Episode 2 vor. Was? Mit dem Red Button. If you see an orange jumpsuit, hit the red button. Ach so, irgendwelche Rattenmenschen, die sollen aufhalten oder was. Das ist das coole neue Aperture Science Logo. Screenshot. Cool. Naja, wie kommen wir jetzt weiter? Okay. Problem gelöst. Nein. Oh, knapp. Hallo? Hallo? Du tötest doch gern. Könntest du, au, diesen Vogel für mich töten? Au! Au! Wo? Au! Warte, es tut mir leid. Bring ihn um und wir sind quitt. Ich bin auch nicht nachtragend. Mein Gott. Ich kann mich nicht bewegen. Und wenn du dir nicht den Kopf absägen und in meinen alten Körper stopfen willst, brauchst du mich noch. Eine Sackgasse. Wie wär's, du trägst mich zu ihm und bringst mich in meinen Körper zurück. Dafür verhindere ich unseren Tod und lasse dich frei. Klingt fair. Keine Tricks. Diese Kartoffel erzeugt 1,1 Volt. Mir fehlt buchstäblich die Energie, dich anzulügen. Weiß nicht. Das halbe Zusatzvolt vollbringt auch keine Wunder. Wenn ich zu viel nachdenke, frittiere ich die Kartoffel. Noch ehe wir alle als Atompilz verkochen, den dieser kleine Idiot noch... Da ist ja anscheinend der Saft ausgegangen. Dieser Knopf funktioniert nicht. Verdammt. Schade. Ja, wir haben jetzt Kartoffelglados an unserer Portengang befestigt. Cool. Ja, wie kommen wir da hoch? Ich bin verarscht. Wir können jetzt den Knopf nicht mehr drücken. Na, gehen wir einfach mal erstmal hin. Hallo? Hallo? Ja, und dann sind das die 70er Jahre nicht drin. Oh, gut. Ich bin so gut. Gladys frittiert die Kartoffel. Lecker Pommes. Yeah. Ja, ich mag Pommes. Pommes schmeckt immer gut. Und wie? Sehr gut. Oh, Sprecher cool. Soll ich ein bisschen leiser machen? Weiß nicht. Das ist besser. Oh! Anscheinend ist es Zeit für einen neuen Part. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Part 2.